Hallo liebe Freunde, heute müssen wir, na, ich habe gerade ein neues Spiel aufgemacht und jetzt müssen wir einfach mal hier zuerst mal alles dahin stellen, wo wir das brauchen dann. Hier unten ist der Hof. Diese Map kriegt man nicht auf Motoster, wenn jemand fragen würde oder jemand fragen will oder möchte oder vorhat zu fragen, ne. Diese Map gibt es nicht auf dem Moosloster. Ups. Die Map habe ich nur für mich gemacht. Ja, na? Es ist ein bisschen, klingt ein bisschen egoistisch. Aber ja, ich weiß nicht, ob es demjenigen gefällt, der sie mich haben möchte. Und deshalb benutze ich die einfach für mich. So, das sind schon die 2850A. Den kriegt man noch nicht auf Mothoster oder ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Na, man sieht es vielleicht. Österreich. Na? So, ich wollte eigentlich nur den Mischwagen hier runterstellen. Das ist ja ein Strautmann, habe ich ein bisschen umgebaut. Haben wir letztes Mal schon gesehen. Ja, kurz zum Hof hier. Hier gibt es Mist, wo man hier aus dem Stall rausfahren muss. Gibt es noch ein paar Fehler, wenn man jetzt Stroh reinleert, kommt kein Stroh von unten. Aber das muss ich noch gucken. Aber hier, man kann den Mist rausholen und hier ins Lager machen. Das ist schon mal cool, dass man den Stall ausmisten muss. Jo, hier die Ballenhalle und hinten, na, Stroh und Silage. Das Gras muss man oben beim Haupthaus holen. Weil es natürlich da oben ja früher schon war, na, hat man es immer noch so gemacht. Hier natürlich drei Silos, na, Silage-Silos. Muss man halt rückwärts reinfahren. Aber sonst finde ich eigentlich die Map nicht schlecht. Das ist nämlich, die Map habe ich nachgebaut. Vom Dorf weiter weg. Das Dorf heißt Wieslikhofen. Na, nochmal, Wieslikhofen heißt die Map, das Dorf, ne? Dann habe ich einfach mal das Ganze nachgebaut, ein paar Bilder gemacht, Fotos geschossen. Und dann habe ich die einfach mal nachgebaut, ne? Und so ungefähr, ja, ich würde mal sagen, zu 70% ist es originalgetreu. Und ja, jetzt müsste man die Kühe füttern. Jetzt haben wir, glaube ich, alles hier. Den Mähdrescher unten noch laufen lassen. Na, PDA habe ich noch nicht gemacht. Kann man da immer noch machen, weil ich weiß ja, wo was ist. Hier, das Getreidelager ist sehr mager gehalten. Hier Weizen. Ne, was ist denn? Weizen, Gerste und Raps, glaube ich, ist das hier. Na, mehr gibt es hier nicht. Den Rest muss man direkt verkaufen. Hier Futtermisch braucht man eigentlich eh nicht, aber na, falls ich die mal wirklich hochladen würde, dass man sie dann mal hat. So, wir fahren jetzt zum Feld mit unserem alten Johnny. Ne, habe ich vorhin gerade auf eine Modding-Seite gefunden. Ist auch fehlerfrei. Ne, ist fehlerfrei alles. Blinker hat er auch. Ne, man kann blinken. Funktioniert alles. Und oh, finde ich nicht schlecht. Ne, ich habe letztes Mal schon eingesaugt. Der war aber so buggy. Und dem konntest du einfach nicht fahren. Und der ist eigentlich gar nicht schlecht. Hier mal gucken. Alles ist so oldtimerisch. Na, mal gucken. Jo, Kraft hat auch. Na, gar nicht schlecht. Irgendwie hat er, ich habe gelesen, der hat irgendwie 75 PS oder was. Aber das ist richtig gut hier. Oben ein paar Graswiesen. Na, da ist ein Platz, wo man das Zeug hinmachen kann. Hier, die Map hat nur 4 Felder. Na, mehr braucht man wirklich nicht. Um 4 Felder zu bewirtschaften, hat man, glaube ich, genug zu tun. Und dann noch die Schweine und die Kühe. Ich glaube, das reicht vollkommen aus. So, es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Na, die Reifen könnten ein bisschen, die sehen wieder aus wie so kitschiges Gummi. Na, finde ich jetzt auch ein bisschen kitschig, wenn man das sieht hier. Ist ein bisschen kitschig, aber na, so dunkel wie hinten, so richtig, so ein bisschen schwarz, ne, wäre schon ein bisschen besser, aber wir motzen nicht rum, ne,
Er läuft, er ist fehlerfrei, dann ist er gut. Vielleicht kommt er noch beim Mod-Hoster. Jetzt switchen wir einfach mal schnell hier zum Original Standard Mähdrescher. Normalerweise habe ich ja immer Mods hier drin, aber der Standard geht genauso gut. Na, ist ja genau gut. So. Und jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen darunter. Ich finde eigentlich, der Hof ist gar nicht mal so schlecht. Das Kühe sind eigentlich im zentralen Bereich hier, wo man dann immer gucken kann, wie es den Kühen geht. Na, ein bisschen schräg. Früher ging es ja gar nicht so richtig, wenn es ein bisschen schräg war. Da flogen die Kühe, aber jetzt einigermaßen, ich finde jetzt, das geht eigentlich. Es gibt hier auch was Spezielles noch auf der Map. Es gibt hier noch so komische Wiesen, habt ihr bestimmt schon gesehen. Hier so diese Wiese hier mit den blauen Blumen noch drin und gelbe und violette Blumen. Ein bisschen weiß. Das ist das Gras, das man stehen lässt für die Kleintiere. Na, man kriegt Subventionen dafür, also Geld vom Staat, oder? Weil man, jetzt haben wir hier ein Problem. Weil man ja das Gras liegen lässt und nicht mäht. Das heißt, dass die Tiere sich dann da besser vermehren können oder irgendwie sowas. Das machen sie bei uns wirklich. Und deshalb, für diesen Zweck, habe ich einen Mod gebastelt. Einen Subventionen-Naturschutz. Da kriegt man 1000 Euro. Da muss man jetzt halt den Hof suchen, schnell hier. Da kann man das, wenn man so eine Wiese hat. Hier gibt es schon ein Schild. Ja, kann man das einfach dann platzieren. Oder hier oben zum Beispiel kann man das hinmachen. Da ist noch gar nichts. Oder zum Beispiel hier unten gibt es auch so Gras. Kann man zum Beispiel den hinmachen. Da kriegt man dann jede Stunde kriegt man dann ein bisschen Kohle. Na. Ist einfach mal so ein Funny-Mode. Na, ein bisschen realistisch dann dem Ganzen ein bisschen eine Würze bringen. Na, apropos Realismus. Na, man fährt nicht so mit dem Schneidewerk, aber wir haben jetzt wirklich keine Zeit, hier dann noch das Ganze aufzuladen. Ich muss ja den Dings testen, ne? Den, die Kühe, ne? So, du kannst mal weiterfahren. Na, ich lasse den Helfer hier laufen. Ich hoffe, du kannst drehen hier. Und wir gehen mal ein bisschen weiter hier. Haben wir noch einen Fendt. Das ist der 3-3, weiß ich nicht mal was. Was war das jetzt? 3-3 irgendwas? Aber wir gehen schnell gucken. Kann man natürlich ganz einfach gucken hier. Im Besitz. Gucken wir schnell. Das war doch der 3-12er Vario TMS. Den gab es auf Mod-Hoster. Der erste war ein bisschen buggy, der mit dem weißen Ding. Der war buggy, da ging die Schaufel nicht mit. Aber ich hätte eigentlich. Ja, wäre nicht schlecht, wenn man die Schaufel wegmachen könnte. Die ist ein bisschen doof zum Fahren. Die ist ein bisschen langsam, ne, um richtig zu arbeiten, ja. Aber gut, man kann es immer brauchen. Ne. Schaufel braucht man immer. Und deshalb lassen wir die dran und das geht schon. So, wir hängen jetzt mal hier die Schaufel an. So. Als erstes müssten wir eigentlich Gras mähen. Da muss ich aber noch schnell zurücksetzen, weil da hat es keinen Platz mehr gehabt. Na, da kann man direkt vom Shop auf den Hof zurücksetzen. Wir gehen aber danach noch schnell darunter. Oder wir fahren auf die andere Seite vom Tal. Das ist eigentlich ein Tal hier. Auf der anderen Seite gibt es auch den Schweinemastbetrieb. Ja, auf der Map kann man eigentlich. So, ich würde mal sagen, mit drei Leuten, maximal drei Leuten, kann man eigentlich gut spielen. Mehr Leute müssen es nicht sein. Aber man kann eigentlich gut den Hof bewirtschaften mit drei Leuten. Na, ist nicht wirklich eine kleine Map. Ja, man kann dann natürlich, wenn wir sagen, okay, die Map ist wirklich so geil, dass alle die wollen, dann kann ich sie auch hochladen. Dann können wir die dann auch später dann bei der Version 2 noch ein Dorf dazu bauen. Na, ist hätte ja noch Platz. Da kann man zwei Dörfer machen, wo man dann noch mehr Bauernhöfe machen kann. Aber momentan ist es halt jetzt alles. So, wir fahren jetzt. Haha, hier hat er schon Probleme. Da müssen wir ihm schnell helfen. Den Träger laufen wir lassen.
Laufen mal lassen, ja genau. Laufen mal lassen, lassen laufen. So, fahren wir rückwärts am besten. Na, manchmal lenken sie langsam, manchmal schnell. Da muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Immer auf den Drehschemel gucken. Und dann geht es eigentlich wunderbar hier, um rückwärts zu fahren. Wir fahren jetzt hier eigentlich, na, wenn man jetzt nicht so husch husch fährt, ne, dann geht's eigentlich gut. So, also, gib mal Gas hier. So, wir müssen unbedingt hier Gras mähen. Sieht auch geil aus. Sieht richtig schön aus, hier auch der Hof. Immer ein bisschen höher als das Dorf. Ist er immer, in echt ist er auch da oben. Aber in echt gibt's im Dorf gibt's mehrere Höfe. Ah, da gibt's so 7, 8 Höfe. Auch weiter oben, wenn man jetzt nach hier weiterfährt, gibt's da oben gibt's auch noch einen Hof dann. In der Realität jetzt. Da können wir dann später machen. Ne? So, hier eine Bushaltestelle. Gibt wirklich nur eine. Und jo. Dann fahren wir jetzt mal ein bisschen schräg runter. Hier geht die Straße wirklich ein bisschen schräg. Ist nicht alles gerade, alles ein bisschen verwinkelt, ein bisschen schräg und alles. Hier rechts nach unten geht's nirgendwo hin. Und wir gehen jetzt hier. Rechts ist die Milchzentrale. Das ist wirklich ein altes Häuschen da, wo die Milch gesammelt wird. Von allen. Und hier ist der Shop. Na, ein bisschen größer hier. Die einzige Tankstelle im ganzen Dorf hier. Na, wo man auch den Tankwagen befüllen kann. So, wir müssen hier mal Gas mähen. Na? Oder wir könnten nach hinten gehen. Hinten ist noch cooler. Alles ein bisschen schräg hier. Na, ein bisschen Hügel mähen. So, ein bisschen hupen. So, eigentlich würde hier ein Schulhaus stehen, aber ich habe nichts gefunden. Und deshalb lassen wir dann ein paar Häuser hier stehen. Ah, hier hinten ist noch nicht ganz fertig. Da braucht es noch ein bisschen, aber sonst kommt es eigentlich gut hier mit dem Hangmähen hier dann. Da gucken wir mal, wo die Straße hinführt. Ich glaube, hier vorne können wir dann anfangen zu mähen, was richtig steil ist. So, hier mal runterlassen. Vorne können wir gleich mal einschalten. Komm, mach. Wir müssen heute noch was machen. Na, ich muss unbedingt mal die Kühe testen. Jetzt fahren wir einfach mal hier. Oh, ein bisschen zu schnell hier. So, also ich muss unbedingt mal die Kühe testen. Habe ich eigentlich schon gemacht. Aber ich möchte unbedingt mal die Kühe ausmisten. Na, mal probieren. Das Ganze. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. So steil ist es hier oben auch nicht. Auf der anderen Seite ist es auch so steil. Wenn man das Ursus-Pack hat, ist es hier ganz cool, wenn man hier Ballen presst, also Silageballen macht. Weil eine BGA gibt es hier jetzt nicht, weil bei uns gibt es keine BGAs. Und deshalb muss man sich dann also nur so viel Silage machen, wie man braucht. Ist ja normalerweise auch so, dass man sich so viel Silage macht, eigentlich wie man braucht. Ja, da unten kann man die Schweine verkaufen. Na, habe ich einfach mal so Standard gelassen, wie es halt jeder kennt. Na, dass es direkt mal ins Auge sticht. So. Neuigkeiten gibt es. Am Freitag ist wieder mal LPT mit mir und die Anmeldungen bitte auf meiner Homepage im Forum. Da steht Let's Play Together und ja, jetzt fahren wir trotzdem ein bisschen schneller. Da steht Let's Play Together und unten könnt ihr dann schreiben, ich bin dabei und euren Namen, den ihr natürlich auch im TS und im Spiel habt, sonst kommt man einfach nicht rein, wer den Namen nicht gleich hat wie im Spiel. Also TS und Spiel müssen übereinstimmen, sonst wird er nicht angenommen. Na. So, also, ja, wir sind hier einfach noch ein bisschen am Rumgurken und ich denke, ich mache dann hier den ganzen Hang hier, dann mache ich dann, tue ich hier, glaube ich, Silageballen machen. Cool wäre natürlich, wenn man hier frisch Silage geben könnte.
also jetzt frisch Mais, gehäckeltes Mais, Mais natürlich den Kühen geben könnte, das wäre natürlich schon gar nicht so schlecht. Dann könnte man, also bei uns ist es so, dass man manchmal auch am Abend frisch gehäckseltes gibt, den Kühen. Ja, ich weiß, den Grund weiß ich zwar nicht, aber das sieht man manchmal, wenn sie am Abend Gras holen und dann noch ein bisschen Silage mit dem kleinen Häcksler für den Träger, gehen sie ein bisschen häckseln und dann geben sie den Kühen. So, also bei uns wird nicht so viel Silage, also Mais-Silage gemacht, sondern eigentlich mehr Gras-Silage. Und ja, warum nicht? Warum nicht so spielen, wie sie in der Realität auch ist? Man muss ja nicht unbedingt realistisch fahren, ne? Man kann. Macht natürlich Spaß, aber braucht natürlich schon einen großen Aufwand, realistisch zu fahren. Also die Zeit ist natürlich schon begrenzt, wenn man natürlich dann realistisch fährt. Vor allem, wenn man Heu machen muss. Braucht ja ewig. Ne? Wenn man hier noch wenden muss, dann muss man auch schwaden, das ganze Zeug, und dann muss man die Ballen pressen, dann muss man die Ballen wickeln, und dann, ja, es gibt schon Arbeit, aber macht Spaß. So, ich fahre jetzt zurück, ich kaufe mir dann nachher ein Big M und dann geht das hier rucki zucki. So, wir müssen leider aufhören. Kleines Bild noch zum Abschluss hier, die Maps sieht man nicht so ganz, aber ich denke mal, es ist mir eigentlich ganz gut gelungen, die Umsetzung von der Realität zur Map. Na? Gut, würde ich mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.